Hallo liebe Retro-Freunde, ich melde mich wieder und zwar mit diesem Projekt, welches ich ja live gestreamt habe und ihr auch auf meinem Kanal erkennen könnt. Und zwar ein SD2IEC Floppy Emulator für Commodore 8-Bit Computer. Es ist nicht nur für den VC64, es ist auch für sämtliche andere Commodore-Computer. 128, 6, dann den C16, den Plus 4. Also es ist nur ein Floppy-Emulator. Nur ist gut. Was machen wir denn jetzt? Hier steht nämlich auch C64 drauf. Aber das Gerät, welches ich hier zu stehen habe, ist kein C64. Nein, ich lüfte mal die Abdeckung. Und wie wir erkennen können, ist es ein Commodore VC20 in der PAL-Version und hier steckt auch mein Gerät drin. Das werde ich jetzt nochmal herausnehmen und euch nochmal zeigen, wie das Ganze verlötet ist. Ich habe es noch nachträglich mit Zahnbürste gereinigt und ein bisschen Reinigungsalkohol. Dann wollen wir das Ding mal eben abfriemeln, vorsichtigst von hier aus. So. Also, das ist erstmal das Floppy-Kabel. Gut, und dann hier hinten wieder ein bisschen wackeln. Das steckt nämlich sehr fest. Das ist nämlich richtig schön klemmend, dieser Übergang. So, am besten ich halte mal das Gerät fest. Und ja, komm raus! Immer! Oh, alter Schwede! Also, wenn da ein Wackelkontakt sein würde, das glaube ich nicht. Gut, dann gucken wir uns das Gerät nochmal an. Hier ist es. Und hier sieht man auch den Datasetten-Anschluss, wobei nur die 5 Volt abgezogen werden, also abgegriffen werden, damit das Ding hier Strom bekommt. Ja, und die Rückseite habe ich vom Kolophonium eigentlich ziemlich gut entfernen können. Also so sieht das aus. Na, also paar Reflexionen sind noch dabei und die Füßchen hier, die da sind, Moment, die sind hier, die habe ich noch nachträglich angeschraubt, damit das auch plan aufliegt. Gut, ich mache mal kurz eine Pause und werde das Gerät wieder da hineinstecken, also in meinen Rechner da, in den VC20. Schwupps, da ist es wieder drin. Und damit wir auch ein Bild übertragen können, dann zeige ich euch auch noch mal etwas. Damit man das auch sehen kann, live. Ich werde das mal eben kurz abklemmen, was ich hier habe. Und zwar benutze ich da einen HDMI-Konverter, einen Upscaler. Den sieht man hier. Der kann bis zu 1020 Auflösungen machen, also 720 hat er und 1080, nicht 1020. 1080, so ist das. Ja, ja, die Werte, die Zahlen, die machen uns alle verrückt. Gut, dann stecke ich wieder den HDMI-Port rein. Dann USB für die Stromsky-Versorgung und ich hoffe, dass er dann das gleich zeigt. Was brauchen wir noch? Eine andere Szene, die werde ich jetzt mal machen. Und zwar, gut, ich bin nicht mehr zu sehen, nur noch als Counterfei. Dabei sei gesagt, dass ich das mit dem VC20 gemacht habe, also ein Foto eingescannt habe, mit einem speziellen Programm bearbeitet habe und dann auf Diskette. Das könnte man hier im VC20 auch noch zeigen, aber es ist ein anderes Gebiet, das zeigt. Ach, das habe ich auch nochmal als Making-of, als Tutorial geschrieben. Das verlinke ich euch auch noch alles auf der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir zum großen Moment. Ich schalte jetzt ins VC20 ein. Ja, da ist er. Und hier leuchten ja schon mal die LEDs. Diese Software, die vorher drauf war, die habe ich natürlich gesichert mit den ganzen C64-Spielen. Das waren hunderte von Spielen. Und habe mir aus dem Netz aus Schweden ein spezielles Programm herausgesucht und dort draufgeladen, welches ich jetzt einladen werde. Und zwar, genau, das ist richtig. Und dann müssen wir das auch starten. Und zwar nennt sich das DIR Plus. Das ist schon die Version 8. Und da der VC20 erstmal in der Grundversion ist,
sind Funktionen erstmal eingeschränkt. Wäre das Teil hier noch vollumfänglich erweitert worden, also von mir, ich habe eine Erweiterung 32K, aber das machen wir auch in der neuen Folge später. Aber erstmal die Grundstruktur möchte ich euch mal zeigen. Ich drücke N und dann liest ihr erstmal die SD-Karte aus, was so alles drin ist. Da habe ich schon ein paar Ordner angelegt. Und zwar, das ist alles hier, die drei Punkte sind von dem Programm selber. Das hier habe ich angelegt als Folder und den Games-Folder habe ich angelegt. Da drücke ich jetzt Enter drauf. Warte mal, sicherheitshalber, mach mal kleine Schrift. Und dann habe ich jetzt schon mal Disketten reingelegt. Zum Beispiel haben wir hier Games 12 und 15. Das sind alles Disketten, die ich mal hatte. Und die hatte ich mal umständlicherweise mal über den PC mal eindigitalisiert. Und dann haben wir hier GV Games. So habe ich das genannt. Gucken wir mal unter 1. So, dann sehen wir jede Menge, wie viele da drauf sind. Abductor, Alien Blitz, Amok, Exterminator, Galaga, all die Geschichten. Mit den Cursor-Tasten Shift komme ich hoch und runter. Dann nehmen wir doch mal Alien Blitz. Das ist so eine Art Space Invaders. Und mit Enter lädt sich das automatisch ein. Ich habe den Joystick noch da, den Competition Pro. Den könnte man ja auch anschließen. Würde aber nichts bringen, weil nämlich der HDMI-Konverter eine leichte Latenz hat. Aber so wie ich das mitgekriegt habe, kann man trotzdem hier spielen. Moment mal, irgendwann mal an Select Level. Ah, hier mit Shift-Tasten, da kann man das machen. Aber das will ich nicht haben. Aha, hier macht man die Level 5, 6, 7, 8, 9, 0. So, vielleicht mit Space, nein. Mit den Funktionstasten geht es auch nicht. Ja, wie geht's denn jetzt? Shift. Vorhin konnte ich das starten im Test. Vielleicht muss ich irgendwie eine andere. Nee, 1. Ah, hier. So, dann haben wir hier links, rechts. Okay, hier haben wir echt Latenz. Jetzt bin ich getroffen worden. Einfach abgeschossen worden. So, jetzt kann ich hier schießen. Jetzt bin ich wieder abgetroffen worden. Abgetroffen. Jetzt hören wir auch ein bisschen Sound, aber wenn ich spreche, dann wird der unterdrückt. Das ist einfach mal so ein bisschen Technik. So, ja, okay. Dann haben wir da schon mal gezeigt, dass dieses Grundversionsspiel funktioniert. Dann mache ich nochmal aus und wieder an. Klar, ich habe noch ein VC20, wo hier eine ganze Reihe von Tastern sind und Schaltern, damit ich die Erweiterung schalten kann. Ich bin immer überlegen, dass ich das dann hier auch nochmal erweitern tue, aber ohne das Gehäuse zu zerstören oder irgendwie zu modifizieren. Dann möchte ich euch noch ganz gerne eine Demo zeigen. Nur mal kurz zur Einführung. Was der VC20 heute alles zu leisten vermag, das finde ich auch sehr, sehr interessant. Was nehmen wir denn mal? Wir nehmen mal den Impossibilator 1. Ich habe hier jede Menge Demos hier drauf. Also der Impossibilator, den habe ich ja auch schon in einem Vice-Emulator laufen lassen. Aber ich wollte es mit der richtigen Maschine mal zeigen. Los geht's. So, File-ID, Dis. Ich glaube, das ist das Startprogramm, der Loader. Nee. Ist er nicht. Was haben wir jetzt für einen Fehler gemacht? Ja, das muss auch mal sein. Dann nehmen wir eine andere Version vom Impossibilator. Nein. So, was haben wir nochmal? Ah, hier 1/// Doppelpunkt D. Das ist ja wie so ein DOS-Programm. Und dann gleich Run eingeben, aber nicht RU. Und auf das Dir Plus werde ich auch nochmal näher eingehen, sobald die Erweiterung bei mir eingebaut ist. So. Irgendwo hatte ich den nochmal. Hier, da ist er. Der dürfte anders aufgebaut sein, genau richtig. Dann wird es funktionieren. Und wir genießen nochmal zum Abschluss diese Demo.
dieser Demo geht sozusagen, jetzt startet ein Raumschiff ins Weltall, fliegt da durch und untersucht einen Planeten. Mal gucken, was dieses Raumschiff finden wird. Ja, im Weltall gibt es Wurmlöcher. Da fliegen wir mal eben durch. Wir sind gleich da, fliegen dann auf die Oberfläche oder über die Oberfläche und scannen sie mal. Während er lädt, werden wir hier, na, ist ein bisschen hell hier, wird in der grünen, mit der grünen LED angezeigt, dass er lädt. Jetzt sehen wir die Oberfläche. Wird jetzt gescannt. Oh, ein Artefakt ist entdeckt worden. Mit spiritueller Ausstrahlung. Herrlich. Mal gucken. Ja, natürlich, wie bei jeder Demo. Schriftzüge, Grüße an die ganzen Demo-Ersteller, an die Hacker und frohe Botschaften. Jetzt ist die Demo zu Ende. Ich schalte mal wieder um. Und hier bin ich mit meinem Abschiedsschlusswort für diese Folge. Wir sehen uns später. Gebt ein Like und schaut in die Videobeschreibung, um nochmal auf die allerersten Folgen zurückzugreifen, die ich mit diesem SDIEC, ich kann mir das nie merken, SD2IEC, so eine Nummernkombination und so ein Schädel. Okay, in diesem Sinne macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.